Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video, natürlich zu RF4. Ja, heute mal am Yama unterwegs. Ich war gestern Abend anderthalb Stunden hier. Ich habe mal ein paar Stellen einfach durchprobiert und ja, mit recht gutem Ergebnis auf jeden Fall, wie ich meinen würde. Also gestern war ich hier, von hier angefangen, das war Nacht abgerechnet, anderthalb Stunden. Das war bis hier, das waren 550 Silber. Dann hatte ich heute Morgen mal ganz kurz von hier, jetzt muss ich mal gucken, bis 20 Minuten hier, also von hier bis hier waren in einer halben Stunde über 430 Silber. Ihr seht hier Masulax in der Färbung, die normalen seltenen hatte ich bisher auch noch nicht. Hier, die kamen mal hintereinander und dann habt ihr Buckellachse. Jetzt gerade kommen aktuell Silberlachse und Buckellachse. Sehr schön. Eine schöne Regenbogenforelle. Deutscher Wochenrekord. Drauf geschissen. 7 Kilo. Hätte ich gerne als Trophäe. Also sind jetzt schon, ja, eben war es über 1000 Silber der Kescher. Und jetzt, wobei die ja jetzt gerade gefangen wurden vor der Dunkelheit. Ne, in quasi 6 Minuten. So, und jetzt stehen wir hier, wir müssen jetzt gleich mal reinwerfen, direkt quasi hier am Startpunkt, hier oben, F3, ne, bei 170, 211, und jetzt können wir Folgendes machen, diesen Busch da anvisieren, das quasi unten auf der Karte zu sehen ist, Richtung Norden auswerfen, oder aber auch hier anwerfen, ja, dann kommt der hier so rum, ne, da kriegt man auch, also ich wechsle das immer, ne. Ja, Setup gucken wir auch mal. Ich habe jetzt ein 13,6 Kilo Vorfach und habe mal die Steelhead nochmal ausgepackt. Ne? Ich habe ja hier die Ultima mir geholt. Natürlich nicht nur fürs Welsangeln. Aber hier hole ich mir jetzt eine neue Conventional für. Ja, muss noch ein bisschen sparen. Meine Knete ist alle. So, und ich werfe jetzt hier an. Somit, ja, war ein bisschen zu wenig. Egal. So, ca. 64% werfe ich aus. Und dann leier ich den einfach nur durch mit 30. Und das war's. Und selbst bei höheren Temperaturen haben die ganz ordentlich gebissen hier. Also da waren sie über Tag 20 Grad, lustigerweise. Ja, und es geht um diesen Weiko da oben. Den gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Man kann auch mit dem Zanderkunstköder ganz gut. Und man kann auch mit dieser Maus hier langwerfen. Mit dieser Tunguska-Maus. Fand ich jetzt nicht so geil. Also der Weiko, den habe ich einfach mal dran gemacht, testweise. Und der ging echt gut ab. Also bin ich mal selber erstaunt, so einen Köder gefunden zu haben, der funktioniert. Ne? Und ich habe mit Puschel drauf, also richtig schön Rainbow bunt. Groß 1. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste die Zeit gleich losgehen. Ob wir noch ein paar kriegen. Zack. Ja, macht ja auch mal Spaß, wenn man selber mal ein paar Stellen probiert. Und siehe da. Und dass dann auch mal was läuft. Ne? Also wie oft ist man irgendwann in der Festung rumgeeiert, für Aale zu suchen und nichts passiert. Ja. Aber hier eine Trophäe kriegen ist auch gar nicht so einfach. Ich hoffe jetzt mit den Boni-Werten der Route, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Ja, den nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, 65% und tschüss. Oh, Temperatur ist jetzt eigentlich gut. Oh, da fangen die Bisse schon an. Ja, wunderbar. Geht echt so weiter hier. Krass. Kann man nicht meckern auf jeden Fall. Ja, wollte ich euch mal zeigen. Wenn er mal Bock hat, am Yama zu gehen. Das ist nochmal so ein Seesaibling. Bringt auch gut XP. Ja, man hat hier wirklich so... Dann kommen mal Lachse rein. Also diese Masus hintereinander, dann kommen mal ein paar Silberlachse hintereinander, je nach Uhrzeit. Also dieser Köder frühstückt quasi alles ab irgendwie, egal was da vorbeikommt, zu welchen Uhrzeiten, sehr interessant. Und die Weikos sind ja sowieso ganz ordentlich als Köder am Yama. Das ist jetzt, ich hatte gesehen, Wochenrekorden waren viele mit den 14 Gramm. Da ich aber mit dieser Route hier angeln will und ab 15 Gramm das Wurfgewicht anfängt, komme ich damit nicht weit genug raus. Und ich würde gerne diese Route angeln. Aber ich glaube, machst du einfach diesen 25 Gramm dran. Ist es auch gut. Und funktioniert auch. Jetzt werfen wir mal hier an. Damit der Bogen hier mal größer rüberkommt. So habe ich auch schon ein paar Buckellachse bekommen. Gucken wir mal, ob hier was geht. Ja, mehr muss man auch nicht verlieren.
einfach die Speed mit eurer Route so einstellen, eurer Rolle, dass da unten der gelbe Ausschlag auch zu sehen ist, damit auch Druck hinterm Blinker oder Spinner kommt, weil sonst arbeiten die nicht richtig. Also wenn ihr da unten gar keinen Ausschlag habt, dann ist sick, dann arbeitet der Köder einfach nicht. Das ist das Problem. Kann auch noch einen Ticken schneller einkurbeln, aber ich habe so mit 30 die beste Erfahrung gemacht. Werfen wir doch nochmal hier rüber. Können jetzt mal schnell zum Fischmarkt noch rüber hüpfen. Gucken wir mal, was so die Lachse wert sind oder die Masu oder wie auch immer. Wobei, eigentlich würde ich ja weiter angeln. Ne? Früher morgen ist gut. Fängt man gut Fisch. Oh, hier haben wir jetzt einen Silberlachs. Na egal, wir gehen mal eben kurz gucken. Ist ja direkt hier vorne. Ja, ja, ja. Der gute Weiko. Na, 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 na. So. Fischmarkt. Dann gucken wir mal. Insgesamt haben wir jetzt 1129 und nach Preis 100 die Regenbogenforelle. Und man muss sagen, diese Sesshaften bringen ja echt mehr. Wobei, der würde mehr bringen in der Preiskategorie, muss man ja, der ist ja leichter. Ne? Nee, alles cool. Oh, Silberlachse sind auch nicht zu verachten. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Ich renne wieder zum Spot. Petri, danke fürs Einschalten. Probiert's mal. Kann nur gut laufen für euch, wenn ihr eine Trophäe gefangen habt. Gerne mal berichten. Schönes Wochenende. Schön viel Grillen und Bier in den Hals. Bis dahin, macht's gut und tschüss.